Ja. Ja. Brauchen wir nur mehr Waldwiese. Schau, wie aggressiv der ist, right? Ist komplett aggressiv. Beppo. Beppo. Ja genau, hau ab. Da steht die 350. Dann musst du das hier machen so. Mit Soundeffekten. Da ist geil. Highlights sind immer noch die Blinker. Blinker mich weg. Geh in den Alter, Alter, Alter. Das wird geil. Ja, leck es. Hat den Scheiß aufgebaut, Alter. So, oder? Brembo hat sich gefragt, wie groß soll der Bremsflüssigkeit behalten werden? Nee, ich, und dann nur ja. Bam, bam, bam. Das ist das gute Stück. Leuchte in der Sonne, leuchte im richtigen Licht. Komm jetzt nochmal hart vor mir. Ja komm, schieb dein Bike weg. Schieb es weg. Sipp, was machst du? Siehst du noch was? Vor allem, ich kann das nicht aufziehen. Das ist ein richtiger beschissener Ding, ist das. So, wir sind fertig gepackt. Keine Ahnung, wie da immer so viel stehen kann. Tank mich weg. Tank mich weg. Desinfizier mich. Zeig die Reichweite. Desinfizier mich. Ethanol mich. Leute, wir sind angekommen in Italien. Und zwar sind wir jetzt hier wieder in einem Apartment. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es hier aussieht. Einfach diese Aussicht. Räum das Bier ein. Räum es ein. Mach es voll. Ja. Leute, Leute, Leute. Schaut euch das an. Fragt mich nicht, wie wir das Moped da wieder hochbekommen sollen. Kleiner Einblick nochmal in die Hütte hier. Und ja, wir haben das Moped jetzt hier beklebt. Man sieht es schon draußen. Ich habe keinen Bock, das Ding wieder da hochzuschleifen. Ey. So, wir haben es geschafft. Ich hätte es gern gefilmt. Das Ganze hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert. Das Problem ist, wir mussten halt zu zweit hier die Stufen hoch, die gingen noch, weil die einen größeren Abstand haben. Aber hier wurde es dann schon anstrengender und dann immer hier so rum, sieht vielleicht jetzt auf Video vielleicht sogar machbar aus, weiß ich nicht. Ach, belächt mich übergenau. So, Sip, Statement zum Dekor. Oh, yeah.